Grüß euch und herzlich willkommen bei der KEWU AG. Die KEWU ist ein Unternehmen von 13 Gemeinden in der Agglomeration Bern. In ihrem Einzugsgebiet leben rund 100.000 Menschen. Die KEWU betreibt eine Deponie sowie eine Vergärungs- und Kompostieranlage. In der Deponie wird die Schlacke aus der Kehrichtverbrennung entgelagert. Metalle werden vorgängig aus der Schlacke entfernt und später wiederverwendet. Die Vergärungsanlage produziert aus Grünabfällen und Speiseresten Biostrom und Wärme. Und in der Kompostieranlage wird hochwertiger Kompost hergestellt. In den 13 KEWU-Gemeinden werden Grünabfälle gesammelt. Auch Speisereste aus Haushalten können in die Grünabfuhr gegeben werden. Grünabfälle mit Speiseresten sind energiereich. Diese Energie lässt sich sinnvoll zurückgewinnen. In den KEWU-Gemeinden werden pro Einwohner jedes Jahr mehr als 100 Kilogramm Garten-, Rüst- und Speiseabfälle gesammelt. Auch Gartenbaubetriebe liefern ihr Grüngut in die Anlage der KEWU. Das Grüngut wird vor der Annahme bei der KEWU gewogen und in Bunkern abgeladen. Danach transportiert der Kran die Grünabfälle in die Grobmühle, wo sie zerkleinert werden. Das Grüngut wird anschließend über ein Förderband unter zwei Magneten hindurchgeführt. Sie sortieren die Metallteile aus, die versehentlich im Grünabfall gelandet sind. Schließlich wird dieser in der Feinmühle weiter zerkleinert. Bis heute gibt es kein System, das zum Beispiel Plastik zuverlässig vom Laub unterscheiden kann. Deshalb ist es wichtig, dass beim Sammeln keine Fremdstoffe in den Grünabfall gelangen. Über ein Förderband gelangen die gereinigten und zerkleinerten Grünabfälle in die Rangierhalle, wo sie zwischengelagert werden. Einmal wöchentlich werden die Grünabfälle in einen der vier Fermenter gefüllt und mit bereits vergärtem Material vermischt. So wird das frische Grünmaterial mit Bakterien angereichert. Der gefüllte Fermenter wird luftdicht abgeschlossen. Die Mikroorganismen und Bakterien ernähren sich vom Bioabfall. Durch den Stoffwechsel der Kleinlebewesen entsteht bei der Vergärung ein Biogasgemisch aus CO2 und Methan. Das Methan wird zur Produktion von Biostrom genutzt. Regelmäßig wird das vergärende Material mit warmem Percolat, eine gülleähnliche Flüssigkeit, besprüht. Dies beschleunigt die Vergärung. Der ganze Vergärungsprozess dauert insgesamt 4 Wochen. Über ein Röhrensystem wird das Biogas gesammelt, gekühlt, verdichtet und zum Blockheizkraftwerk geleitet. Im Blockheizkraftwerk verbrennen 2 Gasmotoren das Biogas. Im Generator wird Strom produziert. Gleichzeitig entsteht Abwärme, die ebenfalls genutzt wird. Bei Störungen im Blockheizkraftwerk wird das Biogas mit einer Notfackel auf dem Dach der Vergärungsanlage verbrannt. Der Biostrom wird ins Stromnetz eingespeist. Die Stromproduktion reicht für die Versorgung von rund 400 Haushaltungen. Mit der Abwärme aus der Biogasproduktion heizt die KEWU die 4 Fermenter, ihre Gebäude und weitere Industriebetriebe. Wenn der Vergärungsprozess nach 4 Wochen abgeschlossen ist, wird das ausgegärte Material in der Kompostieranlage weiter behandelt. In den 11-Rotte-Kanälen bauen Bakterien und Pilze das organische Material ab und wandeln es in wertvollen und hygienisch einwandfreien Kompost um. Ein Umsetzer schichtet das Kompostiergut täglich um und sorgt so für die optimale Vermischung und Belüftung. Nach rund 4 Wochen ist auch der Kompostierprozess abgeschlossen. Der Kompost wird automatisch in die Siebanlage transportiert. Im Trommelsieb werden unverrottetes Holz und allfällige Störstoffe, wie beispielsweise Plastik, so gut wie möglich entfernt. Der ausgesiebte Kompost wird in einer großen Halle bis zu seiner Verwendung zwischengelagert. Die KEWU produziert jedes Jahr aus rund 13.000 Tonnen Grünabfällen etwa 8.000 Kubikmeter Kompost. In der Landwirtschaft ist Kompost neben seiner Düngewirkung vor allem als Bodenverbesserer und Unterdrücker von Pflanzenkrankheiten gefragt. Gärtner können den Kompost direkt vor Ort beziehen und sparen den Einsatz von Kunstdünger. Private holen den Kompost bei der Abgabestelle der KEWU oder bei ihrer Gemeinde ab und schließen so den Stoffkreislauf. Bei der Vergärung und Kompostierung entsteht Abluft.
Sie wird abgesaugt und in einem großen Biofilter gereinigt. Vorgeschaltet ist ein Abluftwäscher. Der Biofilter besteht aus einer Schicht aus Fasertorf und Heidekraut. Die befeuchtete und vorgereinigte Abluft durchströmt die natürliche Filterschicht. Mikroorganismen bauen die unerwünschten Geruchsstoffe ab. Auf den Dächern der KEWU befinden sich zwei Photovoltaikanlagen. Insgesamt produziert die KEWU Solarstrom, mit dem der Bedarf von rund 40 Haushaltungen gedeckt werden kann. Die Verwertung von Grünabfällen und Speiseresten in der Vergärungs- und Kompostieranlage ist ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die KEWU setzt auf wertvollen Ökostrom und hochwertigen Kompost. KEWU – natürlich verwerten.